Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei Dragon Age Inquisition. Und wir sind hier in der Himmelsfeste. Hab euch den Rückweg wieder erspart. Wir gucken wie immer am Anfang auf unseren Kartentisch. So, hier haben wir ein paar Sammelquests gemacht. Hier haben wir Embryon bekommen im Kammwald. Okay, was haben wir hier gekriegt? Onyx und Elfenwurzel. Da hat sich das doch richtig gelohnt. Naja, gut, Elfenwurzel ist jetzt echt gut. Können wir nämlich mal gebrauchen. Dann haben wir hier ein Amulett der Macht bekommen. Die Karawane, die uns in Sarahs Freunde hingewiesen hatten, wurde bei unserer Blockade zurückgelassen. Die Verantwortlichen sind verschwunden. Es besteht kein Zweifel daran, dass die Lieferung für unsere Feinde bestimmt war. Jo, läuft. So. Ressourcen der fauchenden Ödnis, Ressourcen von Westergarn. Ja. Guck mal, hier haben wir die Nachfolge in Lyriens entscheiden. Das haben wir noch nicht gemacht, deswegen schicken wir dann mal Liliana Dann hin. wollen wir doch mal sehen. So, hier haben wir das Zeug schon gemacht, da haben wir es schon gemacht, das haben wir schon abgeschlossen. Alles abgeschlossen. Hier haben wir noch einen Auftrag für die Vallokasse, ne? Das ist sowas für Cullen. Inquisitor. So. Dann können wir Ist ein hier bisschen unten kalt hier, mal findet ihr nicht? Pflicht oder Wir sind Wahrheit? nun mal in den Bergen. Mich beunruhigt auch eher, dass hier beim kleinsten Luftzug alles durch die Gegend geweht wird. Oh. Nehmen wir diese Sachen mit. Schauen uns dann jetzt mal an, was wir denn da für ein Amulett der Macht bekommen haben. Ich denke ja mal, dass es eins für Sarah ist. Niveau? Inventar? Nein, Inventar will ich gucken. Accessoires. Amulett der Macht für Sarah, jawohl. Dann gucken wir nochmal, ich meine, dass wir ihr das mal verpassen. Sarah. Ein Amulett der Macht. So, dann können wir auf den Charakterbogen auch gleich mal gucken, weil wir hatten ja noch einen Slot frei. Und da wollte ich ja auch noch mal gucken, was wir denn da machen. Verkürzung der Generationszeit. Ich glaube, ich wollte hier aus dem Feuerbaum mal was nehmen. Denn ich denke, es ist gar nicht so verkehrt, wenn man hier so ein paar Sachen auch hat. Nehmen das Flammenopfer mal mit. So, dann müssen wir in die Taktiken noch mal rein. Denn das Flammenopfer müssen wir natürlich auch irgendwie ausrüsten, wenn wir es irgendwie schon haben. Haben wir das jetzt automatisch schon irgendwo drin? Nee, wir haben es nicht drin. Wir nehmen das statt dem Bannen, oder? So, und dann haben wir bei Sarah jetzt noch einen Punkt wahrscheinlich. Nee, Charakter wechseln. Sarah, wo bist du? Da ist die Sarah. Warte, da Ping, da. Die sollte hier nochmal in der Heimlichkeit noch Sachen kriegen. Verringerung der Bedrohung, das ist, glaube ich, ganz wichtig für Sarah. So. Denn, die wird ja schon ziemlich oft angegriffen. So. Und das nächste, was ich machen wollte, ist nochmal unten in den Schmiederaum gehen und mal schauen, ob wir für Sarah nicht ein bisschen bessere Ausrüstung, machen können. Generell nochmal nach Ausrüstung für unsere Leute gucken. Wir sind auch jetzt hier einen aufgestiegen, das heißt, wir können jetzt auch den Stab des Großverzauberers nutzen, den wir hier in unserer Waffenkammer haben. Hier haben wir den, der macht nämlich hier Eisschaden. Dem können wir gleich noch eine Rune verpassen. Und wenn wir den vergleichen hier mit unserem Stab, der macht nämlich gerade ein bisschen weniger Schaden, aber schaut mal hier auf den Basisschaden.
Der macht da schon mehr. Und wenn wir dem jetzt gleich noch eine Rune verpassen, dann wird der mehr Schaden machen. So, dann gehen wir jetzt mal runter und bauen uns doch hier einfach mal so eine Rune. So. Hier können wir Runen bauen. Aber wir haben ja keine leeren Runensteine. Die müssen wir natürlich gleich noch besorgen. Wir gucken gleich jetzt aber jetzt erstmal hier bei Serana. Was hat die denn überhaupt für eine Rüstung an, die Sarah? 131er Rüstung. Bräuchte noch Armschutz. Ah ne, das ist die Dinger da. Okay. Ne, die hat eine 158er Rüstung. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Die gute Sarah. Hälfte der Gesundheit wird wiederhergestellt. Ja, die ist gar nicht so schlecht eigentlich. Sarah, ich weiß gar nicht, warum du immer so abstinkst. Die ist nicht so geil, ne? Haben wir hier einen neuen Helm, können wir dir geben, aber das ist nur für Kohl, okay. Nee. Was ist hier mit dem? Der eiserne Bulle ist eigentlich relativ gut dabei. Was ist mit Solis los? So, du hast eine Elfenkapuze auf. Der hat noch eine 105er Rüstung. Da wäre die neue schon ein bisschen besser. Und die hat ja noch Armschutz und Beinschutz. Jo. Die geben wir ihm dann auch direkt, wa? Oder bauen wir uns selber eine? Ich glaube, wir bauen uns lieber selber eine, ne? Hier, wir stellen ihm eine Rüstung her. Und zwar hier auch so eine hochwertige Rüstung, wenn schon, denn schon, ne? Wir haben kaum Materialien, das ist ein bisschen doof. High-Ever-Gewebe. Was geben wir ihm denn? Resistenz gegen Kälte, Resistenz gegen Fernkampf, gegen Feuer, Verteidigung im Fernkampf, Trennung bei erlittenem Treffer. Ich würde sagen, wir geben ihm ein bisschen Resistenz gegen Feuer. Wenn wir das denn irgendwie hinkriegen. Kälte hier gegen Feuer. Das hatten wir schon, oder? Alles. So. Okay, kann man noch nicht sehen. Willenskraft, Magie plus. Magie und Willenskraft plus 5, das ist schon mal besser. Magie plus 8. Magie plus 5. Magie ein bisschen Willenskraft. Sehr viel Willenskraft. Wir geben dem hier plus 5 in Magie und Willenskraft. Hier, zack. So, und. Oh nein. Ei! Scheiße. Nochmal neu. Jetzt haben wir natürlich Materialien verschenkt. Das ist natürlich nicht so geil. Jetzt haben wir kein High-Elver-Gewebe mehr. Scheiße. Jetzt können wir ihm nur 100. Na gut, wir ziehen ihm diese Rüstung an. Na, verdammt, das ist ein bisschen scheiße jetzt. So, und dann Armschutz. Kampf, nur Verzauberrüstung. Armschutz. Straucheln bei Treffer. Ja, Gesundheit und Elektrizitätsresistenz. Wir brauchen ein bisschen hier Zeug. Verteidigung gegen Magie. Ich weiß nicht, Leute, was nehmen wir denn da? Hier Verteidigung gegen Magie, zack. Und Verzaubererharnisch-Armschutz. Schülerharnisch-Verzauberpanzerung, Beinschutz. Resistenz gegen Kälte. Ja, komm, hier Resistenz.
Resistenz gegen Feuer. Und Heilungsbonus ist auch immer ganz gut. Okay, jetzt schauen wir mal, dass wir die modifiziert kriegen. Ah, das ärgert mich jetzt, dass wir da das nicht irgendwie noch eingepackt haben. So, hier zack, den Armschutz und den Beinschutz dran. Dann haben wir doch schon mal was ganz Nettes fürs guten Solis. So, Inventar. Rüstung. Was haben wir denn eigentlich gerade für eine Rüstung an? Wir hatten uns die auch gerade. Ah, nein, Moment. Ja, wir haben eine 172er Rüstung. Ne? Das ist natürlich noch größer. Aber der Solis, der wird sich darüber freuen, hier, glaube ich, jetzt. Weil das ist aber eine ordentliche Aufwertung hier. Zack. So. Und dann gehen wir jetzt mal. War hier nicht irgendwo auch so eine Schnellreisepunkt? Oben war eine Schnellreisepunkt. Questkarte. Ah, Himmelsfeste bleibt schon. Himmelskarte. Zu den Händlern hier hin, die hatten nämlich leere Seelensteine, wenn ich mich da nicht richtig erinnere. Möchten auch vielleicht mal Händler, die auch so Materialien irgendwie haben. Die hatte doch hier. Stets zu Diensten. Läuft das Geschäft? Wie geht es euch? Blüht das Geschäft? Die Geschäfte laufen von Tag zu Tag besser. Dank euch. Okay. Die Himmelsfeste muss verlässlich mit Waren versorgt werden. Wie kann ich helfen? Eine der wichtigsten Festungen ist wieder frei. Macht so weiter, dann wird das schon. Wer oder was sind die Gewerbetreibenden? Unsere Ziele innerhalb der Inquisition sind gerechtfertigt und ehrenhaft. Ihr bekommt alles, was ihr braucht. Zu redlichen Preisen. Okay. So, hier, leerer Runenstein. Mittlerer Rüstwert. Kaufen wir auch mal was von. So, können wir bestimmt gebrauchen. Wir verkaufen den auch mal ein bisschen was hier. Wir haben ja so ein paar Sachen. Hier, Rune des Verderbens. Blitzrune haben wir auch. Behalten wir auch erstmal. So, die ganzen Sachen verticken wir jetzt hier. Den Stab des Großverzauberers bitte nicht verkaufen. So, und hier haben wir auch wieder eine Menge Zeug. So. Was wir ihr da verkaufen können. Und wir gucken mal, kaufen. Ja, hier im Werkstoffe hat sie nur das. Drachentöterrune. Dämonentöterrune. Haben wir die schon? Kaufen das einfach mal. Schaden tut's ja nichts. So. Er hier vorne hatte Einfluss, ne? Wir gucken nochmal auf unseren Einflusswert. So, wir bräuchten knapp 4000 Einfluss. Dann kaufen wir uns den doch auch einfach mal, wenn wir dann nur noch Kohle hätten. Ich glaube, das gab hier 1500, ne? 1, 2, 3 brauchen wir dann. Haben wir kaum noch Kohle. So, haben wir mal schön Einfluss gewonnen. So, der hier. Der hatte hier Waffen. Der hat keine Werkstoffe. Bist du denn für ein schlechter Händler? Der da vorne hatte Reittiere. Haben wir sonst irgendwo noch einen Händler hier sitzen? Da ist ein Quartiermeister. Hier ist zwar kein Händler mehr, zumindest hier nicht. Okay, dann gehen wir mal zurück. Holen uns nochmal schnell den Inquisitionsbonus.
Jetzt muss ich mal überlegen, welchen wir da nehmen. Am besten irgendwas mit mehr Erfahrungspunkten oder sowas, wäre nicht schlecht. So, hier haben wir Truppen. Was haben wir denn hier alles noch? Hier haben wir Dialogoptionen mit Kriminellen. Verbesserter Fokus. Abgehärtet über sämtliche Verteidigungswerte. Ja, mehr Heiltränke. Ja, ist auch nicht schlecht, aber... Naja. Kann es wissen. Deutliche Suchfunktion, Kundschafter. Größeres Gebiet, enthüllt auf den Karten sämtliche Gebiete, zusätzliche Sehenswürdigkeiten und interessante Orte. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Erhält die Auswahl von Pflanzen Stufe 1. Ja. Bekanntschaften, richtige Positionen, sorgsam ausgebauten Ruf, bezahlen Händler 10% mehr für die Gegenstände, die wir ihm verkaufen. Auch nicht schlecht. 10% Rabatt auf alle Waren ist auch nicht übel. Materialien. Händler werden Boten schicken, sobald sie besondere Angebote haben. Ja, auch nicht übel. Geschichtliches Wissen. 50% für jeden freigeschalteten. Das ist auch nicht übel. Schneiderhandwerk, mehr Taschen. Mehr Gegenstände mit sich rumtragen. Ah, okay. Versteckte Taschen. Ich schwanke zwischen geschichtlichem Wissen. Und hier seltene Bestände. Um eine Lieferung ebenso seltener Wertverlierung. Lieferung ist das ja der hochwertige Material für Handwerker. Eine Lieferung seltener. Eine Lieferung ist. Ich glaube, ich nehme die seltenen Bestände, weil wir brauchen auch mal ein bisschen vernünftige Materialien. Wobei mehr Erfahrungspunkte ist auch echt nicht schlecht. Nee, ich nehme die seltenen Bestände. Gemacht ist gemacht. So, Baumwolle, Seide, Lammwolle, Knockout. Huhuhu. Oh ja, noch Tiefenlauerleder, Schlangenstein, Dragostein. Blaues Vitrinol. Okay. So. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg wieder runter und wollen ja Runen machen. Dann schauen wir mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Rüstung. So, Runen. Wir können eine Feuerrune machen. Verursacht mit jedem Schlag Feuerschaden. Dämonentöter-Rune oder eine überragende Dämonentöter-Rune. Die Runen des Verderbens, dafür haben wir nicht genug rotes Lyrium. Das ist ja die, die jetzt auf unserem Dingen drauf ist. Gegen Verderbtheit, die Frostrune. Wir brauchen Feueressenz. Keine Stäbe, außer ist das ist nicht für unseren Stab geeignet.
Also können wir entweder die Dämonentöter oder die überragende Dämonentöter-Rune da drauf machen. Das heißt, wir nehmen auf jeden Fall dann die überragende, ne? Weil wenn schon, denn schon. So, Gegenstand herstellen. So, und dann gehen wir mal die Waffe modifizieren. So, haben wir hier den Stab des Großverzauberers. Ist es eigentlich möglich, dieses Ding hier aus dem Stab rauszunehmen? Und hier... Ich habe noch eine Rune des Verderbens. Gegen Sterbliche oder gegen Dämonen? Blitze kann ich nicht schießen. Ich gucke jetzt einfach mal, ob ich das hier wechseln kann. Kann ich das wechseln? Oh, ich kann es anscheinend wechseln. Okay. Und ich es jetzt nochmal habe. Ist die eine Rune aber weg. Okay. Okay. Möchte ich nur gegen Dämonen? Gegen was kämpfen wir denn momentan viel? Wir kämpfen eigentlich gegen Sterbliche viel, ne? Das heißt, es sind ja, die Dämonen eigentlich auch, aber wir hauen da jetzt einfach mal. Wir können auch noch die Klingen austauschen. Da gucken wir gleich auch nochmal nach. Wir hauen da jetzt mal so eine Rune der Verderbtheit mal drauf. Mal bestätigen. So, und jetzt macht der Stab nämlich auch schon mehr Schaden, seht ihr? Und das mit den Stabklingen würde ich jetzt auch nochmal machen wollen. Weil da haben wir nämlich auch ziemlich coole Sachen, glaube ich. So, Akolytenstabklinge. Wir haben hier noch so eine abtrünnige Stabklinge. Die gibt uns, wenn wir es denn wollen, Willenskraft und Magie dazu. Was macht denn unsere bisherige Stabklinge? Das wäre jetzt natürlich auch wichtig zu wissen. Ja, können wir ja gleich gucken. Wir nehmen mehr Magie und wir nehmen hier mehr Willenskraft wahrscheinlich dann. Dann haben wir es ein bisschen ausgeglichen. Aber wir kriegen ja nicht so viel Willenskraft hin, deswegen steigern wir lieber die Magie auch komplett hier auf 9 Magie. Okay. Dann nehmen wir hier einen gerbten Stabgriff, Straucheln bei Treffer, Trennung bei Treffer, Rüstungsdurchdringung, Angriff, Straucheln bei Treffer, Straucheln bei Treffer, Straucheln bei Treffer, Angriff, Bonus auf Blockschaden. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das für unsere Zauber auch gilt, ne? Angriff, Angriff, Bonus auf Blockschaden. Nehmen wir einfach den Bonus auf Blockschaden, weil das einfach auch witzig ist. Heilung bei Tod ist auch immer gut. Bonus auf kritischen Schaden, 4% Heilung Tod. Angriff, Angriff, Barriereschaden haben wir eh schon so viel. Wir nehmen hier Heilung bei Tod und heilen wir uns ein bisschen. Das ist, glaube ich, auch immer ganz gut. Zack. Okay. Und dann gehen wir mal zurück. Ne. Waffen modifizieren. So. Der hat jetzt plus 6 Magie da drin. So, und der... Kampfmagier, Stabklinge. Plus 6 auf Klugheit.
Plus 6 Magie. Hä? Moment. Ah, wir haben da Heilung und Blockschaden draufgehauen. Okay, jetzt verstehe ich das. So, Klugheit plus und plus 9 Magie. Das heißt, wir verlieren den Klugheitsbonus. Ja. Und wir machen das aber einfach. So. Ordentlich. So, und den Stab kriegt dann der Solus ab. Inventar. Nein, nicht Inventar. Einmal den Solus bitte. Waffen. Der hat jetzt eine Waffe mit 40 Schaden Elektrizität. Ach man, es ist ein bisschen umständlich gerade. So, den Stab des Großverzaubers hätte ich gern so. Okay. Inventar. Solus. Waffen. Du kriegst jetzt. Ja, guck mal, das ist um einiges besser. So viel jetzt auch nicht unbedingt, aber. Schaden. Ja, komm, nimm ihn mit. Der war für uns gut, dann ist er für dich auch gut. So. Dann haben wir jetzt hier wieder ein bisschen was gemacht. Wird immer noch Tränke ausrüsten. Tränke aufwerten könnten wir mal hier versuchen. Ich fürchte... Prophetinnen-Lorbeer haben wir nicht. Ja, genau. Regenerationstrank. Da fehlen uns auch noch Sachen. Myriumtrank noch nie benutzt. Elixiere. Steinrüstung interessiert auch keinen eigentlich. Was ist denn hier mit unserem heilenden Nebel? Wir haben zu wenig Spindelkraut. Okay, Himmelsfeste. Dann haben wir doch hier irgendwas für unseren Thron gefunden, ne? Eine Aufwertung, aber anscheinend kann man das hier nicht vernünftig machen. So. Okay, dann verticken wir jetzt eben Rüstung. Ah ne, das ist das Färben, das wollen wir nicht. Trank der Erneuerung brauchen wir nicht kaufen, wir wollen verkaufen, und zwar diesen komischen Stab, den der Solus hatte. Und dann gehen wir auf die Questkarte mal. Hier konnten wir noch Venatori auslöschen. Da ist noch eine Quest mit Sephine. Hier haben wir noch Gastarien zu entschlüsseln. Hier müssten wir Leichen. Nee. Ah, hier ist irgendwas mit Cassandra. Himmelsfeste. Tenner in Redcliffe zur Rede stellen. Sehenswürdigkeiten. Nee. Venatori auslöschen. Lyrium. Öffnen die letzte Tür. Hier sind wir Risse im Nichts. Ich würde ja mal sagen, wir gehen mal kurz nach Vairoyon und machen das hier mal für Josephine klar. Gucken, ob wir da auch kämpfen müssen. Ich hoffe mal nicht. Weil das klingt jetzt so nach einem ganz kurzen Auftrag. Außerdem müssen wir auch mal ein bisschen was für unsere Gefährten tun. Ich glaube, wir schließen jetzt auch erstmal hier die ganzen Gefährten-Quests so ab. So. Wir hatten nicht vor, euch auf die Füße zu...
Oh, das ist noch ein Fragezeichen. Okay. Das heißt, es gibt hier sogar Neues, wenn man auch mal länger nicht da war. Die werden schon bald eine neue göttliche ernennen. Guten Morgen, Val Royaume. Ich bin die Scharlatanin, ich bin die Scharlatanin. Ja. So. Josephine, hallo. Wisst ihr, wo sich dieser Adlige mit uns treffen will? Ja. Comte Boisvert hat uns auf sein Anwesen eingeladen. Es liegt ganz in der Nähe. Ich bete, dass er den Tod meiner Boten wie versprochen aufklären kann. Geht voran. Willkommen, meine Freunde. Danke, dass ihr uns empfangt, Comte Boisvert. Die Ehre ist ganz meinerseits. Bitte setzt euch. Es ist mir eine Ehre, zwei derart erlesenen Gästen behilflich zu sein. Ich hoffe, es bringt euch nicht in Gefahr, dass ihr der Inquisition helft. Wohl kaum. Selbst ein kurzes Zusammentreffen mit jemandem von eurer Bekanntheit kann einem in Val Royaume schon enorme Vorteile bringen. Euch die Identität der Mörder von Lady Montilliers Boten zu enthüllen, schien mir das Mindeste zu sein, was ich tun kann. Habt ihr schon mal vom Haus der Ruhe gehört? Ihr meint den Assassinenbund? Meine Kontakte haben in ihren Archiven die Abschrift eines Dokumentes sichergestellt. Einen Mordauftrag gegen euch. Das Haus der Ruhe ist hiermit darauf eingeschworen, jeden zu beseitigen, der versucht, das Handelsverbot der Montilliers in Orléans aufzuheben. Gehe ich recht in der Annahme, dass außergewöhnlich komplizierte Mordkomplotte Teil der orlesianischen Politik sind? Ich fürchte, sie sind alles andere als selten. Der Auftrag wurde von einer Adelsfamilie unterzeichnet, den Duparquets. Aber die Linie der Duparquets als Adelsgeschlecht endete vor mehr als 60 Jahren. Das ist richtig. Der Auftrag allerdings wurde vor 109 Jahren unterzeichnet. Wie ist es möglich, dass eine Familie, die nicht mehr existiert, versucht, euch zu töten? Die Duparquets waren unsere Kontrahenten. Sie haben die Montilliers aus Val Royaume vertrieben. Dieser Auftrag wurde vor über 100 Jahren erteilt. Aber er trat erst in Kraft, als ich versuchte, die Verbannung meiner Familie aufzuheben. So unerfreulich es auch sein mag, das Haus der Ruhe erfüllt lediglich seine Pflichten im Rahmen des Auftrages. Wenn es die Leute, die eure Familie tot sehen wollten, nicht mehr gibt, warum sind die Assassinen dann immer noch hinter euch her? Ein Auftrag ist ein Auftrag, Inquisitor. Orlesianische Geschäftspartner leben und sterben durch ihren Ruf. Das Wohlergehen der gesamten Gilde wäre in Gefahr, wenn eine Vereinbarung allein aufgrund von Zeit oder einer Laune des Schicksals gebrochen würde. Sie hat recht, Euer Gnaden. Das Haus der Ruhe tut, was es entsprechend seiner Maßstäbe für notwendig erachtet. Ich nehme an, ihr habt euch schon den einen oder anderen Gedanken darüber gemacht, Josephine. Die Duparquets haben noch immer Nachfahren im gemeinen Volk. Wenn wir sie in den Adelsstand erheben, könnte ein Duparquet den Mordauftrag gegen mich für nichtig erklären. Das wird jedoch Zeit erfordern, Lady Montilliers. Zeit, in der das Haus der Ruhe verpflichtet sein wird, Jagd auf euch zu machen. Auch in diesem Moment? Ihr seid außerordentlich gut informiert. In eurer Nachricht an uns stand, ihr hättet allenfalls Gerüchte gehört. Verzeiht die kleine List. Dieser Mordauftrag gegen euch ist eine hässliche Angelegenheit, die das Haus der Ruhe zutiefst bedauert. Aber das hier ist Orlais. Selbst das Wort eines Assassinen ist hier bindend. Gehe ich recht in der Annahme, dass der echte Comte Boisvert einen tödlichen Unfall hatte? Comte Boisvert schlummert ganz in der Nähe friedlich in einem Schrank. Nichts weiter. Der Mordauftrag gegen Lady Montilliers ist so ungewöhnlich, dass es ein Gebot der Höflichkeit war, es euch zu erklären. Hab Dank, Monsieur. Einen Duparquet aufzusuchen, der unseren Auftrag für nichtig erklärt, ist eine interessante Idee. Ich wünsche euch viel Glück. Ich bin nicht hier, um Blut zu vergießen, Inquisitor. Nur, um zu reden.
Würdet ihr mich nun bitte vorbeilassen? Warum solltet ihr uns von eurem Auftrag erzählen und uns dann am Leben lassen? In Orlais ist es ein Gebot der Höflichkeit, die von einem Auftrag betroffenen Personen zu informieren, falls außergewöhnliche Umstände auftreten. Und es würde dem Ruf der Gilde schaden, wenn ihr den Auftrag nicht ausführt. Das verstehe ich. Ich danke euch, meine Dame. Wollen wir dieses Treffen nun durch meinen Aufbruch beschließen? Gut, verschwindet. Einen guten Tag noch, euer Gnaden. Meine Dame, ich bete, dass wir uns niemals wieder begegnen. Nun ja, ich hätte nicht gedacht, dass unser Treffen so enden würde. Wir werden uns mit diesen Assassinen befassen. Ich habe schon einige Ideen, aber lasst uns darüber lieber in der Himmelsfeste sprechen. Umgeben von Burgmauern würde ich mich sicherer fühlen. Hört ihr das auch? Du meine Güte! Kommt Boisvert, seid ihr das? Das Schloss wurde beschädigt. Wir brauchen eine Säge. Mir ist bewusst, dass der Schrank ziemlich wertvoll ist, kommt, aber ihr wollt doch sicherlich... Sollen wir lieber ein Schlosser rufen? Wie ihr wünscht. Okay. Ist hier denn irgendwas noch, was von dem kommt, irgendwie abnehmen können? Wenn er schon da in seiner Sache liegt. Sieht nicht danach aus. Unsichtbare Mauer. Okay. Dann zurück zur Himmelsfeste. Wo ich würde gerne eigentlich das Fragezeichen erst nochmal gucken gehen, was da war. Ist das noch immer da? Das ist ein Händler. Warum war da eben ein Fragezeichen? Es ist schlichtweg eine Katastrophe. Und das wisst ihr auch. Okay. Wenn das nur ein Händler war, dann gehen wir jetzt mal... Haben wir denn hier eine Aus... Dorian... Wissen wir denn da, wo noch Venatori-Magier sind? Inquisitor, willkommen auf der erhabenen Ebene, einem Ort mit einer langen und blutigen Geschichte. Die Region ist bis heute ein Pulverfass. Auch hier hat der Bürgerkrieg gewütet. Heute streifen Rebellen durch das Land, die Freikämpfer der Dells. Sie haben sich erst kürzlich formiert und nutzen das Chaos aus. Müssen wir unbedingt über so düstere Themen sprechen? Nein, aber wisst ihr, die Gegend muss einmal wunderschön gewesen sein. Vielleicht sogar romantisch. Das wäre dann alles. Danke. Wegen der Risse und der Untoten haben die Orlesianer an Boden verloren. Die meisten von ihnen wurden zu ihren Forts zurückgedrängt. Wir müssen die Region stabilisieren, damit die kaiserliche Armee hier wieder Fuß fassen kann. Viel Glück, euer Gnaden. Ihr werdet es brauchen. Okay, wir waren hier noch nie. Da oben ist das Venatori-Ding. Nee, das machen wir dann aber irgendwann anders. Dann gehen wir erst nochmal hier zu der Burg. Wir müssen dann wahrscheinlich ja hier Cassandra mitnehmen. Das heißt, wir brauchen den Bullen nicht. Diesmal. Habe ich euch aber heute viel von den Ladezeiten rauszuschneiden. Na gut. Questkarte. Okay, hier gibt es nichts groß zu sehen. Bin mal gespannt, wo wir hier hin müssen. Wir laufen hier einfach. Ne, das ist die falsche Richtung. Das ist die falsche Richtung. Wir müssen nach hier oben. Kerr Oswin,
Wie sonderbar, dass uns die Spur hierher geführt hat. Ben Lauren ist ein frommer, bescheidener Mann. Wo hat er sich da nur hineinziehen lassen? Er ist womöglich auch nur ein Opfer. Finden wir heraus, was uns drinnen erwartet. Dänischer Jagdbogen. Aber wir hätten für Sarah auch noch einen Bogen machen können. Machen wir beim nächsten Mal. Ein bisschen Materialien, das ist auch gut. Hm. So. Ich weiß noch nicht genau, was uns hier erwartet. Nein. Oh, hallo. Ey. Haut ab. Was ist denn da? Das wäre schon mal cool, wenn wir jetzt Zauber. Kerkerschlüssel. So, Charakterbogen. Gehen wir in die Taktik nochmal rein. Wir brauchen nämlich die Barriere auf Y. Kann gerade nicht, weil ich Verheißer. Ich hätte es wissen müssen. Der Orden der flammenden Verheißung ist. So, Taktiken. Barriere auf Y bleibt. Flammenopfer geht. Hier auf Y. Okay. Kult mit seltsamen Ansichten über die Sucher. Seine Mitglieder jagen uns seit Jahrhunderten. Besteht die Möglichkeit, mit ihnen zu verhandeln? Sie sind Fanatiker, besessen von jeglicher verbotener Magie, die sie zu wahren Suchern machen könnte. Nun, das alles erklärt zwar, warum die Sucher hier sein könnten, allerdings nicht die Verbindung zu Korypheus. Oh, ein neuer Helm für uns, also beziehungsweise ein Vitar. Kann irgendwas Tolles? Willenskraft ist mir hier wichtiger. Toter Sucher. Ein Sucher. Wurde er zu Tode gefoltert? Die Verheißer werden dafür bezahlen. Na ihr. Schon nicht schlecht. So ein bisschen Massen. So, das scheint ja auch richtig gut abzugehen. Das Schwert. Wolle. Und hier haben wir noch was. Schenkte Haros. Und hier haben wir den Hofschlüssel.
Da die Sucher der Wahrheit gegen die Wirkung des roten Lyriums resistent sind, hielt es der Älteste für angemessen, sie in eure Obhut zu geben. Folgt eurer Bestimmung und wisset, dass der Älteste im Gegenzug eure Ergebenheit erwartet. Unterzeichnet von Lord Samson, Kommandant der Roten Templer. Erkennt Korypheus nicht, dass die Verheißer das Ende der Welt wollen? Welchen Nutzen haben sie für ihn? Korypheus wird sie vermutlich verraten, bevor sie ihre Chance bekommen. Aber erst nachdem er hat, was er von ihnen braucht. Aber das erklärt nicht, wie er die Sucher gefangen nehmen konnte oder was mit ihnen geschehen ist. Suchen wir weiter. In dem Brief steht, Sucher sind gegen rotes Lyrium resistent. Dank unserer Fähigkeiten haben wir viele Gaben, aber eine Resistenz gegen rotes Lyrium, das erscheint mir seltsam. Ob schon es erklären würde, warum keine Sucher in den Reihen der Roten Templer sind. Und somit wären Sucher für Korypheus nutzlos, weil er uns nicht an der Leine halten könnte. Wir werden sie finden, Cassandra. Das werden wir. So oder so. Erkunde das Schloss. Gucken wir mal hier rüber. Stelle. Guck mal, da sind nämlich noch Sachen, die wir noch nicht geguckt haben. Mittelschwere Freischärlerrüstung, stabiler Stabgriff, das ist gut. Ansteckender Stab, der ist wahrscheinlich eher Crap. So wie es aussieht. Zumindest. Lammwolle und Obsidian. Schnitzerei. Hier hoch kommt man nicht. Okay. So, erkunde das Schloss. Erkunde das Schloss. Erkunde das Schloss. Und hier rein. Nee, komm nicht rein. Da oben geht's, glaube ich, weiter. Da hinten ist noch eine Öffnung. Da waren wir auch noch nicht drin. Da gibt es doch bestimmt auch noch was. Guck mal, hier ist noch was, genau. Aber auch nur Scheiße. Also dieser Belohnungseffekt hier mit dem Zeug, was man findet, ist echt nicht besonders gut gelungen in dem Spiel. Vielleicht hätten sie noch ergänzen müssen, wie viel das an Gold immer wert ist, damit man dann wenigstens da sich noch ein bisschen freuen kann, wenn man was findet. Aber sonst ist man... Na du... Ey. Auf mich hier zu schlagen. Sandra ist natürlich jetzt das Beste, was Helfen angeht, wenn man nicht geskillt, aber macht ja auch nichts. Solus wird angegriffen, wo sind die denn überhaupt? Das ist Sarah? Da vorne. Ja, mit dem Schild rein. Lassen wir hier mal ein Heilungsteil in die Gegend. Sehr gut. Die sind echt gut. Die habe ich sehr schön hergestellt und gefunden. Hier haben wir eine Mine von Solus, glaube ich. So. Schild der grauen Wächter. Okay. Was auch immer das hier macht. Aber... Es ist ein Schild der Grauen Wächter. Vielleicht was für den Bullen. Da haben wir ein Buch. Der Orden der flammenden Verheißung. Betrachten
wir die Zeit, in der die ursprüngliche Inquisition existierte. Die erste Verderbnis hatte die Welt verwüstet. Sie hatte das mächtige Reich von Tevinter zu Fall gebracht und nichts an seiner Stelle hinterlassen. Ebenso wie es verschiedene Andraste-Kulte gab, die darum kämpften, den Platz des wahren erhabenen Erben des Glaubens der Prophetin einzunehmen, gab es auch mehr als eine Gruppierung, die behauptete, den einzig wahren Weg zu kennen, um die Welt aus dem Chaos zu erretten. Eine von ihnen war der Orden der flammenden Verheißung. Eine Gruppe von Männern und Frauen, die verkündete, dass das Ende der Welt sei nicht nur nah, sondern auch notwendig. Sie erklärten, Thedas müsste mit Feuer gereinigt werden, um als Paradies neu zu erstehen. Dies war ihr feierliches Versprechen, und sie verschrieben sich einzig und allein dem Ziel, es möglich zu machen. Ob sie ihm jedoch jemals nahe kamen, ist unbekannt. Die Inquisition zerschlug diese Verheißer letztlich in einer Schlacht, die nur unter dem Namen Reinigung von Tschirnau verzeichnet ist. Der Kult tauchte im früheren göttlichen Zeitalter wieder auf und behauptete von sich, er würde nun den Platz der Inquisition einnehmen, nachdem diese zu den Suchern der Wahrheit geworden war. Die Kirche machte Jagd auf die Verheißer, doch ihre erneute Vernichtung gelang erst im erhabenen Zeitalter. Okay. Okay, okay, okay. Hier ist ein schöner Thron. Kann ich den mitnehmen? Dann geht's nach oben. Hier ist Zeug, hier ist Zeug. Mächtiges Flechtreben-Vitar. Ist das jetzt denn wenigstens mal was Vernünftiges? Verderbnis, Flechtreben-Vitar. Nein, natürlich nicht. Ist noch irgendwas da hinten? Tevinter Turmschild. Wahrscheinlich hätten wir diesen Quest schon ein bisschen früher machen sollen. Hier können wir rein. Daniel! Daniel, könnt ihr mich hören? Cassandra? Ihr seid es tatsächlich. Ihr lebt. Genau wie ihr. Ich bin so froh, dass ich euch gefunden habe. Nein, Sie haben einen Dämon in mich gepflanzt. Er zerreißt mich. Was? Ihr könnt nicht besessen sein. Das ist unmöglich. Ich bin nicht besessen. Sie haben mir Dinge eingeflößt. Ich kann fühlen, wie er wächst. Kann man einen Dämon in jemandem züchten? Diese Barbaren! Ich werde jeden einzelnen von ihnen in Stücke reißen! Nein, der Lordsucher! Natürlich werden wir ihn finden. Wenn er noch am Leben ist, werden wir... Lucius hat uns verraten, Cassandra. Er hat uns hierher geschickt, einen nach dem anderen. Auf eine wichtige Mission, hat er gesagt. Nichts als Lügen. Er war die ganze Zeit über mit ihnen hier. Er arbeitet noch immer mit ihnen zusammen. Aber wir sind Lordsucher Lucius in Val Ruajo begegnet. Er kann also nicht hier gewesen sein. Das war nicht er. Es war ein Dämon, der sich als er ausgegeben hat. Was? Wie kann das sein? Der Lordsucher hat es zugelassen. Er hat es dem Dämon gestattet, das Kommando zu übernehmen, während er selbst... hierher gekommen ist. Wenn wir den Lordsucher finden, ist er ein toter Mann. Wartet! Lasst mich nicht so zurück. Bitte. Ihr hättet mit mir kommen sollen. Ihr habt ebenso wenig an den Krieg geglaubt wie ich. Ihr kennt mich doch. Ich wollte diese Beförderung. Begebt euch an die Seite des Erbauers, Daniel. Er wird euch willkommen heißen. Er war mein Schüler und der großartigste junge Mann, dem ich je begegnet bin. Lasst uns Lordsucher Lucius aufspüren.
Ja. Schon fies, was da hier an Zeug im Hintergrund noch läuft. Böse Verschwörung. Gibt's hier noch irgendwas? Nein. Hallo? Solus macht jetzt mit dem brennenden Schaden einiges mehr. Damage habe ich das Gefühl. Oh, gut gewechselt. Das ist ein bisschen noch der Nachteil an so einem neuen Stab, dass er keinen Feuerschaden macht. Ich finde Feuerschaden am besten. Ja. So. Weiter geht's. Lordsucher. Ja, nix. Alles nur Ruinen hier. Lordsucher Lucius. Cassandra. Und der Mann an eurer Seite ist dann wohl der neue Inquisitor. Und ihr seid der Mann, der seinen eigenen Orden verraten hat. Ich nehme an, ihr wisst, dass wir Sucher der Wahrheit die ursprüngliche Inquisition waren. Oh ja, genau wie ihr heute haben wir einst darum gekämpft, in einer Zeit des Wahnsinns die Ordnung wiederherzustellen. Und das hat uns stolz gemacht. Wir wollten die Welt neu gestalten, sie besser machen. Doch was haben wir stattdessen erschaffen? Die Kirche, die Zirkel der Magi. Einen Krieg, der niemals enden wird. Und ihr denkt, Korypheus zu helfen würde irgendetwas verbessern? Korypheus ist ein Monster mit begrenzten Zielen. Eure Ziele hingegen sind so viel größer. Wir Sucher sind Abscheulichkeiten, Cassandra. Wir haben eine verrottende Welt erschaffen und trotz ihres Verfalls dafür gekämpft, sie zu bewahren. Wir mussten aufgehalten werden. Ihr glaubt mir nicht? Dann seht selbst. Die Geheimnisse unseres Ordens an mich weitergegeben, als der letzte Lordsucher getötet wurde. Der Krieg gegen die Magier hatte bereits begonnen, aber noch war es für mich nicht zu spät, das Richtige zu tun. Er ist vollkommen wahnsinnig, oder? Lordsucher, was ihr getan habt. Ich weiß. Was Korypheus mit den Templern gemacht hat, ist unerheblich. Ich habe die Zukunft gesehen. Ich habe einen neuen Orden anstelle des alten erschaffen. Die Welt wird enden, damit wir von Neuem beginnen können. Rein und unverdorben. Schließt euch uns an, Cassandra. Es ist der Wille des Erbauers. Er war verrückt. Das ist die einzige Erklärung. Könnte ihn Korypheus vielleicht beeinflusst haben? Hat er versucht, die Sucher außer Gefecht zu setzen? All diese sinnlosen Tode. Er kann unmöglich uns alle vernichtet haben. Das akzeptiere ich nicht. Lasst uns zur Himmelsfeste zurückkehren. Ich will wissen, was in diesem Buch der Geheimnisse steht. Nette Streitkolben. So, wir gucken uns aber noch mal ein bisschen um hier. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Hm.
Hier oben ist nämlich noch was, siehst du mal. Geld. 85 Gold. Noch ein Harnisch. Okay. So, hier hinten noch irgendwo was. In der Ecke. Okay. Dann kehren wir doch jetzt endlich mal zur Himmelsfeste zurück. Nicht nach Vajorio, sondern zur Himmelsfeste. Und schließen dann diese beiden Quests mal ab. Und dann ist die Folge für heute auch schon wieder beendet. So, sprich mit Josie. Das werden wir doch dann mal machen. Ich habe mit Mutter Giselle geredet. Sie sagt, du irrst dich. So. Es tut mir leid, Inquisitor. Ich hätte nie gedacht, dass uns der Handelsstatus meiner Familie zum Ziel eines Meuchelmörders machen würde. Ihr konntet nicht wissen, dass dieses Haus der Ruhe deshalb Jagd auf euch machen würde. Und dennoch hätte ich damit rechnen müssen. Ich habe die letzten Düparakets aufgespürt. Wenn sie in den Adelstand erhoben werden, können sie den Mordauftrag gegen mich für nichtig erklären. Wir brauchen einen Adligen aus Valroyo, der sie unterstützt. Einen Richter, der die Dokumente aufsetzt und einen Minister, der sie bestätigt. Das ist typisch für euch. Selbst wenn euer Leben auf dem Spiel steht, wählt ihr die langwierigste Vorgehensweise. Ich nehme an, ihr wisst bereits alles über diesen Schlamassel. Es gibt einen schnelleren Weg, Josephine. Das Original des Mordauftrags gegen euch liegt in der Schatzkammer des Hauses der Ruhe. Wenn sich meine Spione dort einschleichen und den Auftrag vernichten, haben die Assassinen keinerlei Verpflichtung mehr, euch zu jagen. Liliana, bitte. Ich will nicht, dass wegen einer persönlichen Angelegenheit noch mehr Blut vergossen wird. Seid nicht so starkköpfig, Josie. Wie lange wird es wohl dauern, bis euch diese Gefälligkeiten in Valroyo gewährt werden? Wir können dieses Problem lösen, ohne dass es weitere Tote gibt. Meine Leute sind bereit, falls ihr eure Meinung ändern solltet. Ich werde unserer Botschafterin eine Wache zur Seite stellen. Nur für den Fall, dass ihr dem Haus der Ruhe einen Besuch abstattet. Das weiß ich zu schätzen. Aber ich bin weiterhin davon überzeugt, dass die Erhebung der Düparakets in den Adelstand dieses Problem lösen wird. Wir müssen in Valroyo zunächst einige Gefälligkeiten erweisen. Und ich würde gerne mit euch besprechen, wo wir anfangen könnten. Okay. Irgendwelche Neuigkeiten aus dem Haus der Ruhe, Inquisitor? Ihr sagtet, ich müsste Valroyo einige Gefälligkeiten erweisen, um die Düparakets wieder zu Lords zu machen. Wir beginnen mit Comtesse Dion. Ihr Geliebter, ein Magier des Weißen Turms, wird vermisst. Bringt ihr Neuigkeiten über seinen Verbleib und sie wird gerne bereit sein, die Lorderhebung der Düparakets gut zu heißen. Okay. Als nächstes müssen wir noch mal mit Cassandra reden. Dieses Buch wurde seit der alten Inquisition von Lordsucher an Lordsucher weitergegeben. Und jetzt ist es mir zugefallen. Geht es euch gut? Ihr seht erschöpft aus. Wisst ihr, was das Ritual der Besänftigung ist? Es ist das letzte Mittel, das bei Magiern im Zirkel angewandt wird. Es macht sie unfähig zu zaubern, nimmt ihnen aber auch jegliche Träume und Gefühle. Es sollte nur bei jenen zur Anwendung kommen, die ihre Fähigkeiten nicht kontrollieren können. Nur leider war das nicht immer der Fall. Steht in dem Buch, dass es auch zu anderen Zwecken eingesetzt wurde? Nein. Als Sucherin habe ich derartige Übergriffe untersucht. Es gab Magier, die zur Bestrafung zu Besänftigten gemacht wurden. Was den Magieraufstand letztendlich ausgelöst hat, war die Entdeckung, dass das Ritual der Besänftigung rückgängig gemacht werden kann.
Der damalige Lordsucher hat es vertuscht. Auf unerbittliche Weise. Es gab Tote. Es war ein gefährliches Wissen. Und der Schock über diese Entdeckung in Verbindung mit dem, was in Kirkwall geschah. Offenbar wussten wir aber schon immer, wie man das Ritual rückgängig macht. Von Anfang an. Wieso sollte man dieses Wissen geheim halten? Wir haben das Ritual der Besänftigung erschaffen. Um eine Sucherin zu werden, habe ich Monate der Wacht auf mich genommen und mich von jeglichen Gefühlen befreit. Ohne es zu wissen, wurde ich zu einer Besänftigten gemacht. Dann wurde durch die Wacht ein Geist des Glaubens beschworen, der meine Seele berührte. Das durchbrach die Besänftigung und bescherte mir meine Fähigkeiten. Die Sucher haben dieses Geheimnis mit niemandem geteilt. Weder mit mir, noch mit der Kirche. Noch nicht einmal mit... Und das ist nicht alles. Lucius hatte recht, was den Orden betrifft. Ich wollte die Sucher wieder aufbauen, wenn wir erst gesiegt haben. Doch jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob sie es überhaupt verdienen. Ihr sagtet, das sei noch nicht alles, was in dem Buch steht. Es gibt einen Punkt, an dem sich Macht verselbstständigt. Man opfert seine Ideale zugunsten der Zweckmäßigkeit und redet sich ein, dass alles sei notwendig. Zum Wohle aller. Wird dasselbe auch uns geschehen, Inquisitor? Werden wir die Geschichte wiederholen? Ich kann die Zukunft nicht vorhersagen, Cassandra. Aber wir kennen die Vergangenheit. Und jene, die nicht aus der Geschichte lernen, sind dazu verdammt, sie zu wiederholen. Baut die Sucher wieder auf. Macht sie besser, als sie waren. Ich danke euch. Allein hätte ich es niemals geschafft. Gut. Gut. Wo sind wir denn hier überhaupt? Ah, hier in der Host drin. Okay. Ja, dann war es das erstmal wieder für heute. Es ist ja viel passiert, nicht wahr? Und beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Ich habe jetzt einiges rauszuschneiden. Wir sind ja oft gereist heute. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es unten runter. Bis zum nächsten Mal, euer Koali. Tschüss. Now.